Lieber anonymer Bauarbeiter, den ich letzte Tage abends gesehen habe, du hast noch aufgeräumt auf der Baustelle und Warnbarken eingesammelt und ich dachte mir, Mann, ich habe seit 3 Stunden Feierabend, du stehst ja immer noch, Respekt. Ich wollte Danke sagen, aber dann war ich schon vorbeigefahren. Vielen Dank dafür. Ja, also im Restaurant in Duisburg-Hochheide. Ein super Kellner, war super höflich, kam immer sofort, wenn man was braucht. Und Dankeschön. Herzlichen Dank an die Bäckerin von Schollin, die meinem Sohn Jakob immer ein Brötchen gratis gibt. Ich möchte dem Busfahrer danken, weil er niemals zu früh kommt. Ich danke unseren Müllmännern, weil wir das einzige Haus in der Straße sind, wo die jedes Mal die Mülltonnen aus dem Keller holen, obwohl wir jedes Mal vergessen, die an die Straße zu stellen. Aber trotzdem wird es jedes Mal gemacht. Dafür wollte ich mal Danke sagen. Liebe Dozenten der Uni Duisburg-Essen, ich danke euch, dass ihr trotzdem zur Vorlesung kommt, obwohl nur 5 bis 10 Leute in der Vorlesung sitzen. Ja, meine Lehrerin, die Frau Boxwell, denn sie hat mich heute besonders gelobt, weil ich einen sehr guten Beitrag zum Englischunterricht gegeben habe. Dankeschön, Frau Boxwell, und einen schönen Tag noch. Ich war sowohl hier bei Karstadt als auch im Kaufhof waren wir. Und da sind wir sehr nett und freundlich und kompetent bedient worden. Vielen Dank. Danke, lieber Busfahrer, dass Sie mich immer von A nach B bringen. Vielen Dank an den Herrn VWL-Lehrer, der uns heute so großartig beim Test unterstützt hat.